meiner Seite. Manche haben mich hier oben schon gesehen. Ich im Rahmen von Moderationsprozessen. Ich merke, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregter als bei Moderationsprozessen, weil ich ein bisschen mehr von mir selbst preisgebe vielleicht. Ich werde vielleicht häufiger längere Pausen machen als gewöhnlich, um selber mich zu sammeln und herauszufinden, wohin will ich eigentlich gerade genau. Erstmal habe ich mich sehr geehrt gefühlt, als der Orga-Kreis oder die Programm-AG mich gefragt hat, ob ich diesen Vortrag halte. Weil, ja, wie gerade schon gesagt wurde, bin ich ein großer Träumer und beschäftige mich viel mit Utopie und Degrowth und freue mich darauf, euch einen Einblick meiner persönlichen Erkenntnisse und Perspektiven auf das Thema zu geben. Ich möchte euch ja zum einen was über die Bedeutung der Utopie sagen. Warum ist Utopie so zentral für einen Wandel, für einen systemischen Wandel? Ich möchte über die Knackpunkte oder die gemeinsamen, vielleicht die Punkte, wo wir uns darauf einigen können und dort, wo wir vielleicht auseinander geraten, ein bisschen darauf eingehen, was so meine Perspektive darauf ist. Und dann möchte ich immer wieder an Serge Latouche angelehnt so ein paar Punkte zeichnen, wie wir vielleicht uns erstmal überhaupt innerlich befreien müssen von unseren Werten und Vorstellungen, um eine Utopie radikal genug denken zu können. Und radikal ist hier im Sinne von an die Wurzel gehend gemeint. Also radikal kommt von Radix. Und Radix ist die Wurzel. Genau, und ein bisschen verschiedene Perspektiven einbringen, die aufzeigen, wie sehr wir selbst vielleicht in uns drin uns erstmal verändern müssen oder freischaufeln müssen, um Utopien entwickeln zu können, die weit genug gehen, die nicht nur Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen. Und im letzten Schritt werde ich versuchen, ein Stück weit auch persönlich euch meine Auflösung des Dilemmas irgendwie mitzugeben, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Pessimismus, der entsteht, wenn wir uns umschauen, was da draußen alles passiert, und trotzdem der Notwendigkeit der Utopie, auch wenn diese vielleicht nie in der Form umgesetzt werden kann. Das so zum Ablauf der nächsten halben Stunde bis 40 Minuten, und dann können wir noch mal ein paar bisschen vielleicht ins Gespräch kommen oder ein paar Fragen klären. Genau, zunächst, warum eigentlich Utopie? Utopie kommt von Nichtort. Es ist irgendwie, den kann es gar nicht geben. Warum brauchen wir eine Utopie? Zum einen ist es recht leicht zu beantworten, weil wenn wir keine wirkliche Idee davon haben, wo wir eigentlich hinwollen, wie wollen wir uns dann auf den Weg begeben? Und diese Idee muss auch irgendwie reizvoll sein, sonst haben wir gar keine Lust, uns auf den Weg zu begeben. Gleichzeitig kommt ganz schnell, wie gerade schon angesprochen, so eine Angst rein, ist das überhaupt umsetzbar? Und wir sind hier viele und gleichzeitig noch lange nicht genug, um wirklich einen System Change irgendwie hinkriegen zu können oder die Bagger wirklich langfristig blockieren zu können oder, wie man es dann auch immer framed, den Wandel auf jeden Fall wirklich umsetzen zu können. Und daher ja, erlebe ich selbst oft in den letzten, oder immer wieder in den letzten Jahren, starke, nicht nur Pessimismus in mir, sondern auch Depressionen, weil ich merke, was bringt denn überhaupt was? Schöne Ideen, schöne Versuche, aber erlebe ich wirklich einen Wandel? Erlebe ich, dass sich Dinge verbessern? Oder wird eigentlich nur alles noch schlimmer? Und die letzte große Krise in der Hinsicht hatte ich letzten Winter. Da hat mir ein Freund ein Bild an die Hand gegeben, was mir geholfen hat. Und zwar zu sagen, ich suche eigentlich noch ein besseres Bild, weil die Metapher ist die Kathedrale und die ist nun mal auch in vieler Hinsicht irgendwie machtbesetzt und also als Gebäude, als Institution der Kirche. Aber es geht sozusagen, ich nutze trotzdem sein Bild, weil mir fällt kein besseres Gebäude dafür ein. Er sagt, vor 400-500 Jahren haben Menschen Kathedralen konzipiert und nie erlebt, dass sie fertig gebaut sind.
Sie haben sie entworfen und hatten die Utopie, die Vision, wie sie aussehen soll. Aber die Abläufe waren so langsam, dass es 2, 3, manchmal 4 Generationen gebraucht hat. Jetzt war ich wahrscheinlich wieder zu schnell für die Übersetzer. Und so sagte mein guter Freund und Mitbewohner, dass wir in diese Langsamkeit wieder treten müssen und eine Idee, eine Vision davon haben, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen, aber die Geduld, dass wir sie nicht in der Form miterleben werden. Und trotzdem uns auf den Weg begeben, trotzdem dahin zielen, auch wenn es so ewig weit weg ist. Weil die kommenden, wir erste Schritte gehen und die kommenden Generationen diese Schritte fortführen können. Anhand eines konkreten Beispiels, es wurde gerade schon in der Einführung zu mir gesagt, ich bewege mich besonders in Kontexten von Gruppenprozessen, von zwischenmenschlichen Beziehungen und Kommunikation. Ich habe eine sehr, sehr starke Vision davon, wie wir eigentlich miteinander umgehen könnten. Und ich sehe im Kleinen auch immer wieder, wie das Menschen schon tun, wie sie nicht Argumente gegeneinander werfen und sich nicht wirklich zuhören, wie sie sich streiten um die Wahrheit, sondern ich erlebe, wie sie oder wie wir lernen, langsamer zu werden, wie wir lernen, uns verstehen zu wollen. Und trotzdem ist es immer noch nur ein Anfang. Ich habe mein Leben ein bisschen darauf fokussiert, dazu beizutragen, dass diese Vision langsam möglich wird und schöpfe Kraft aus jedem Moment, wo ich das erlebe. Und gleichzeitig bin ich immer wieder frustriert, sobald ich solche Orte wieder verlasse oder auch in manchen Momenten an solchen Orten, weil es halt noch sehr weit weg ist. Das heißt nicht, dass das Bild, was ich davon habe, wie wir miteinander kommunizieren könnten, sich verändert. Oder vielleicht verändert es sich weiterhin, aber es bleibt so weit weg und darauf ziele ich ab. Und so wie ich dieses Thema für mich gewählt habe, haben, glaube ich, alle Menschen schon Ahnungen von ihren Visionen, von ihren Utopien. Haben eine Ahnung, warum, was, wie sie Teil daran sein können, diese Utopie umzusetzen und versuchen das auch schon im Alltag. Und zugleich ist dabei die Schwierigkeit, dass wir alleine nicht viel können. Eigentlich können wir nur in Gruppen, in Gemeinschaften oder in sozialen Bewegungen oder als gesamte Gesellschaft wirklich größere Utopien umsetzen. Das heißt, wir brauchen die anderen. Und das heißt auch, wir brauchen Aushandlungsprozesse über die Utopien. Wir brauchen Wege, gemeinsame Utopien zu entwickeln, um uns dann gemeinsam auf den Weg begeben zu können. Und an bestimmten Punkten ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer. Wir können uns wahrscheinlich, gerade die hier sind, alle darauf einigen, dass wir die Lebensgrundlage erhalten wollen, nicht nur für uns. Gut, wahrscheinlich geht da schon die Trennung los, wenn ich jetzt sage, nicht nur für uns, sondern auch noch für unsere Mitwelt und die Tiere, weil dann gibt es da schon sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob es um uns geht oder um die Tiere. Aber gut, ich glaube, wir können uns aus meiner Perspektive recht leicht einigen auf eine ökologische Lebensgrundlage. Wir können uns wahrscheinlich auch einigen auf zwischenmenschlichen Respekt, was das dann genau auch bedeutet. Und auf sowas wie die Ermöglichung der Befriedigung der individuellen Grundbedürfnisse. Vielmehr habe ich selbst nicht gefunden, worauf wir uns leicht einigen könnten. Weil dann gehen schon die Diskussionen los. Anhand ganz konkreter Fragen beispielsweise, im Kontext von Degrowth und ökologischem Fußabdruck, wie viel Mobilität können wir uns leisten? Ist uns wichtig. Wie viel Wohnraum? Und mit leisten meine ich ökologisch leisten. Wie viel Konsum in all seinen Facetten? Wie viel Technologie? Wie viel Infrastruktur oder Bürokratie?
Und da bin ich ziemlich überzeugt, schon auch, obwohl wir hier alles Menschen sind, die sich mit sozialen und ökologischen Fragen beschäftigen, dass wir dort sehr unterschiedliche Meinungen davon haben werden. Noch abstrakter und schwieriger in den Diskussionen wird, wenn wir uns über Themen wie Emanzipation oder Machtkritik austauschen und zusammenkommen wollen. Oder wenn wir denken, dass wir Macht und starke Hierarchien brauchen, um eine Transformation hinzukriegen. Ich glaube, dass dort sehr, sehr große Unterschiede liegen und häufig Missverständnis entsteht. Genau, dann ist die Frage, wie können wir uns dort einigen oder zumindest näher zusammenkommen oder müssen wir das überhaupt? Ich glaube, um uns einigen oder um uns näher, vielleicht näher kommen zu können, wäre das sehr hilfreich, was Latouche als die Dekolonisierung des Imaginären bezeichnet. Ich erkläre es gleich. Seine Vorstellung ist, dass unsere Vorstellungswelt, unsere Ideenwelt, unsere Imagination, aber bis hin zu unser Unterbewusstes, zersetzt ist mit, Harald Welzer würde sagen, mentalen Infrastrukturen. Ich würde mindestens noch emotionale hinzufügen. Und eben mit unbewussten Infrastrukturen, die uns unsere Werte vorgeben, unsere Art auf die Welt zu schauen, unser Weltverhältnis, die wir uns nicht ausgesucht haben, die unheimlich schwer sind zu durchbrechen, weil sie ständig bestätigt werden. Ich glaube, deswegen sind so Orte wie hier so unglaublich wichtig, weil wir hier die Chance haben, sie nicht zu bestätigen, sondern sie aufzubrechen. Und zusammenkommen mit vielen Menschen, die sie aufbrechen wollen. In der Stadt da draußen, in welcher auch immer, ist das ganz schön schwierig. Dekolonisierung. Wie viel Zeit ist vergangen? Gleich 20? Okay. Dekolonisierung, das heißt, irgendwas wurde kolonisiert. Von wem oder was? Aus Latouches Perspektive von einer gewissen Form auf die Welt zu schauen, einem Naturverhältnis, was davon ausgeht, dass wir das Recht haben, die Welt auszubeuten, von einem Menschenverständnis, was sehr rationalistisch ist und davon ausgeht, die Vernunft besteht aus dem Kopf und dem Mentalen, einer Vorstellung von Entwicklung und Fortschritt, die irgendwie immer weitergehen soll. Und diese Werte, so Latouche, wurden auf die ganze Welt, oder die ganze Welt wurde gezwungen, diese Werte anzunehmen. Unter anderem auch noch in den letzten Jahrzehnten durch früher Hilfe, heute Entwicklungszusammenarbeit, wo schon klar ist, was eigentlich Entwicklung ist. Nämlich ein entwickeltes Land ist ein Land mit starker Infrastruktur, mit viel Technologie, mit viel Mobilität. Und genau dort kommen wir in große Probleme, weil wir suggerieren immer noch der Welt, dass sie sich dahin entwickeln soll, wo wir sind. Und gleichzeitig ist zumindest uns hier im Raum recht klar, dass das ja schon nicht tragfähig ist, dass wir so leben. Wohin dann eigentlich mit Entwicklung? Also was soll das dann heißen? Die Entwicklungskritik, die Latouche aufgreift, kommt zum Großteil aus dem globalen Süden, also aus Stimmen von Menschen aus Südamerika oder aus Afrika, die selber aus einer anderen Perspektive auf diese Themen schauen. Und für mich macht er manche Punkte sehr greifbar, indem er zum Beispiel erzählt, dass in vielen afrikanischen Sprachen der Begriff Armut nicht in der Form der materiellen Armut existiert hat, sondern Armut war soziale Armut. Denn wenn ich alleine bin und eine Missernte, dann kann ich sterben.
wenn ich eingebettet bin in einer Kommune oder in einer, also in einer Gemeinschaft, in einem Dorf, in einem sozialen Gefüge, dann werde ich trotzdem weiterleben, auch wenn ich eine Missernte habe oder einen Unfall habe. Diese Bezeichnung von Armut, die früher scheinbar nach Latouche in vielen Sprachen vorhanden war, wurde mittlerweile überdeckt von unserem Verständnis von Armut, von materieller Armut. Irgendwie in so einem Zusammenhang, in einem direkten Zusammenhang steht Armut und Wohlstand eigentlich. Wenn wir suchen heute nach neuen Wohlstandskonzepten, es gibt Ideen von Zeitwohlstand, von Beziehungswohlstand. Im südeuropäischen Diskurs auch noch mehr, wie zum Beispiel Wohlstand durch Autonomie oder durch Kreativität. Aber an manchen Stellen wird in meinen Augen vergessen, sozusagen erstmal noch Armut umzudeuten, um dann Wohlstand nicht mehr mit in irgendeiner Form materieller, zwar Sicherheit, aber Sicherheit bezieht sich auf die Grundbedürfnisse, nicht mehr mit materiellem Reichtum zusammenzubringen. Ich reiß das nur an, ich weiß nicht, wie sehr das greifbar ist, was ich jetzt geschrieben habe mit der Dekolonisierung des Imaginären. Ich kann entweder Latouche selbst empfehlen oder auch eigentlich noch mehr kann ich Barbara Muraca empfehlen, ihr Buch Gut Leben. Ich weiß gerade nicht, wie der Untertitel heißt, aber der Titel müsste reichen. Oder auch eine Auseinandersetzung mit Konzepten wie Buen Vivir. Oder, wobei ich das selber noch zu wenig kenne eigentlich, um das zu bewerben, aber zumindest ist es ein Konzept aus dem globalen Süden und schon deswegen glaube ich, wert, sich damit auseinanderzusetzen, Ubuntu als Utopie oder Vision aus Südafrika. Noch ein Satz zur Entwicklung. Ich glaube, also ich halte uns für völlig unterentwickelt. Ich halte uns für völlig unterentwickelt. Denn sonst hätten wir nicht eine Maschine gebaut, die wir nicht mehr aufhalten können. Oder scheinbar nicht mehr aufhalten können. Und die einzelne Menschen sprechen von Alternativen zu Entwicklung statt neuen Entwicklungsbegriffen. Aber egal. Also egal, weil kann ich nicht tiefer drauf eingehen. Also nach einer solchen radikalen Infragestellung unserer Werte könnten wir in meiner Vorstellung von unten an das Thema herangehen und von unten schauen, was steht uns eigentlich realistisch zur Verfügung? Was brauchen wir wirklich, wirklich? Und was hilft uns, glücklich zu sein mit wenig? Und wie viel Technologie, und das auch radikal genug, wie viel Technologie können wir uns leisten? Solange wir das Akkuproblem, nämlich was dann mit den Akkus passiert, nicht gelöst haben, ist auch erneuerbare Energie, nicht CO2 oder CO2-neutral ist sie sowieso nie, weil die Dinger erstmal gebaut werden müssen und regelmäßig irgendwie gewartet. Es gibt sehr schöne Visionen oder Utopien, die sehr technologielastig sind und ich habe Angst vor ihnen, weil solange wir das, in meinen Augen können wir erst dann anfangen, große technologische Visionen zu entwickeln, wenn wir das Energieproblem gelöst haben und das sehe ich hinten und vorne nicht. Jetzt fehlt mir ein Übergang. Worauf ich mit dem Letzten hinaus wollte, war deutlich zu machen, es gibt auf der einen Seite sehr viele Punkte, wo wir uns nicht einig sind und auf der anderen Seite bestimmte, wo wir uns vielleicht recht leicht einig werden können. Und da lehne ich mir auch wieder an Latouche an. Ich glaube nicht, dass wir eine hundertprozentig geteilte Vision brauchen oder Utopie. Wir brauchen eine gemeinsame Grundlage, wir brauchen einen gemeinsamen Rahmen, in dem sich unsere Utopien bewegen. Und da können die Fragen, die ich gerade genannt habe, vielleicht helfen. Und dann geht es wahrscheinlich mehr darum, Unterschiede anzuerkennen und
Latouche, ich glaube, er klaut den Begriff von jemand anders, nutzt dann den Begriff des Pluriversalism. Also, wo beides drinsteckt. Universalität und Pluralität. Universalität in Rahmenbedingungen, Pluralität in der Umsetzung, in den jeweiligen Lebensentwürfen, in den, in Klammern, subkulturellen Eigenarten des Umgangs mit den Ressourcen. Halbe Stunde wahrscheinlich schon rum. Wie viel habe ich? Ja. Ich habe hoffentlich ein bisschen deutlich machen können, wo Knackpunkte liegen und wo Möglichkeiten. Ich glaube, um diese Knackpunkte bearbeiten zu können, wie gerade gesagt, würde zum einen helfen, uns wirklich tiefgehend bis ins Innere einzugestehen, was unsere Lebensweise macht und was uns realistischerweise zur Verfügung steht. Und im zweiten Schritt in eine Art der Kommunikation darüber zu treten, wo wir nicht nur Argumenten zuhören, wo wir nicht nur schöne Visionen denken, sondern wo wir auch das Leid zulassen, was da drin steckt, loszulassen von unserem momentanen Lebensstil, wo wir uns gegenseitig inspirieren können, aber auch voreinander heulen können, an welchen Stellen wir scheitern. Ich war am Anfang ein bisschen nach der Einführung ein bisschen unsicher, weil manchmal bin ich positiv und ich glaube, ich habe recht viel Lebensfreude, aber oft bin ich sehr, sehr pessimistisch. Und oft habe ich Angst. Ich habe Angst vor den Krisen, die kommen. Ich habe Angst vor den Repressionen, die mehr werden, wenn wir Macht wirklich in Frage stellen. Ich habe Angst, dass, und das ist jetzt so ein ganz heikles Thema, aber dass die Verschwörungen doch größer sind, als wir einsehen oder annehmen wollen. Und ich fühle mich nicht als Verschwörungstheoretiker. Ich glaube aber, es sind jede Menge, Verschwörung beginnt im ganz Kleinen. Vetternwirtschaft, geplante Obsoleszenz, wenn das nicht Verschwörung ist, was dann? Wenn sich irgendwie Konzerne zusammentun und sich überlegen, wie sie uns am besten verarschen, ist das für mich Verschwörung. Ich weiß nicht, wie weit die geht. Ich weiß nur, sie ist an ganz vielen Stellen da und ich weiß nicht, wie wir sie durchbrechen können. Ich habe Glück, dass gerade eine ganz gute Phase ist, um diesen Vortrag dann doch positiv enden zu können. Weil ich die letzten Wochen sehr, sehr viele, sehr schöne Erlebnisse hatte. Und meine Auflösung dieses Problems zwischen Utopie und Wirklichkeit, zwischen Umsetzbarkeit der Utopie, trotz Machtverhältnissen, die uns klein halten und uns im Keim ersticken wollen, ist, dass ich sehe, wie viele wir werden und dass ich erlebe, dass wir zusammenwachsen. Und zwar als Menschen. Dass wir Beziehungen aufbauen hier, dass wir lernen, Prozesse zu gestalten auf eine andere Art und Weise. Meine realistische, in dem Sinne, dass ich die Krisen, die kommen, nicht ausblende, meine realistische Utopie, meine persönlich, ist, dass wir es schaffen, starke Netzwerke und das in einem menschlicheren Sinne als die im Internet aufzubauen, dass wir in die Lage kommen, Menschen in diese Netze
in diesen Netzen aufzufangen, die selber nicht die Privilegien haben, die die allermeisten von uns hier haben. Und dass wir auch trotz großer Krisen nicht vereinzelt dastehen. Und dafür liebe ich diesen Ort und deswegen bin ich Teil der Organisation solcher Orte. Und darüber hinaus habe ich meine Vorstellung, wie wir solche Orte dauerhaft schaffen können. Also in meiner Perspektive, wir leben im Kapitalismus. Wir werden ihn nicht in den nächsten 5 Jahren brechen. Meine Perspektive ist, wir müssen die Umverteilung selber machen. Sie wird nicht von oben kommen. Und ich glaube, dass wir das können. Ich glaube, dass wir viele Menschen, die sehr viel mehr Kapital haben als wir, davon überzeugen können, dieses Kapital über Direktkredite oder Spenden in Projekte zu stecken, dass Ländereien gekauft werden können, wo wir solche Camps dauerhaft aufbauen, aber auch Häuser und Strukturen, wo wir plural nebeneinander leben und uns trotzdem inspirieren können. Und ich glaube, dass wir hier und in solchen Kontexten lernen, uns so zu organisieren, dass das dann nicht scheitert. Weil sehr, sehr viele Kollektivprojekte scheitern aufgrund ihres zwischenmenschlichen Umgangs oder ihrer vielleicht zu wenigen Erfahrung im Unternehmertum oder wie auch immer. Da steht nichts mehr auf meinem Zettel. Jetzt fehlt so eine Abrundung, ne? Ende Gelände.